Daniel, ich habe hier einen Coachie von mir, den lieben Daniel. Und der liebe Daniel ist bei mir im sogenannten Online-Coaching zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Und ich halte jetzt mal meine Klappe und lasse den Daniel mal erzählen, dass der Daniel vielleicht mal so erzählt, wie sich das so anfühlt, wenn man gecoacht wird von jemand, der nicht im gleichen Ort wohnt. Weil viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, dass sowas überhaupt funktioniert. Daniel? Das Ganze geht los eigentlich im Internet. Du kriegst einen Fragebogen, kannst den ausfüllen, was du so machst, was deine Vergangenheit ist, ja, was du vorher für Sünde betrieben hast, und aufgrund dessen baust du dann natürlich deine Sachen auf. Ja, dann wird gefragt, was du für Ziele hast. Ja, also bei mir, Fett reduzieren. Was hast du jetzt schon runter? Komm, wir haken mal gleich mal ein. Wie viel hast du jetzt schon runter? 9,9. 9,9, echt? 9,9. Knapp vor den 10. Knapp vor den 10, knapp vor der... Du hast auch zwischendurch mal kurze Pause gehabt, das waren 2 Wochen Urlaub, glaube ich. Genau. Da hat er dann ein bisschen ausgesetzt, weil im Urlaub das einfach nicht so machbar war, aber was unproblematisch ist, denn Urlaub ist Urlaub. Und also hat er 9.900 Gramm runter. In welcher Zeit war das jetzt? Also Nettozeit? 8 Wochen? Netto? 8, 9 Wochen. Also seht ihr auch, das ist ein Kilo pro Woche, das ist weit über dem, was man normalerweise sagt. Das heißt, 500 Gramm in der Woche ist normal, aber der Daniel bringt auch ordentlich Muskelmasse mit. Also um die Muskelmasse muss er sich definitiv nicht kümmern. Die hat er genügend, aber er hatte einfach einen zu hohen Anteil an Körperfett. Und der zu hohe Anteil an Körperfett lag daran, vielleicht sagst du selber, dass wahrscheinlich dein Essverhalten nicht so optimal war. Ja, das lag vor allem an abends. Ne? Also wenn man abends dann auf der Couch sitzt, und dann stehen da die Süßigkeiten, dann sind da die Chips oder sonst irgendwas. Ne? Da greift man dann doch mal gerne zu. War das so, dass du dich vorher auch regelmäßig ernährt hast, das heißt mehr gezielt Mahlzeiten hast, oder bist du einfach losgefahren, hast gehofft, du kriegst irgendwas zu essen? Ich habe gehofft, ich kriege irgendwo was zu essen, ja. Aber dann hat man meistens dann zwar Zugriff zum Essen, aber nicht zu dem, was man tatsächlich braucht. Genau. Na, dann bist du an eine Bäckerei hingekommen. Also, eigentlich haben wir ja immer einen Salat, aber jetzt heute ist der schon ausverkauft. Jetzt müssen Sie ausreichend heute eine Butterbrezel nehmen, genau, wo auf einer Brezel so viel Butter ist, dass es für 5 Brezeln reicht. Und ja, das führt natürlich dazu, dass das eine oder andere Pfündchen dazukommt. Und du hast ja auch, glaube ich, noch ein bisschen eine Beeinträchtigung gehabt. Bei dir war noch irgendwas. Du durfst jetzt was weglassen, oder? Genau. Das ist vielleicht auch mal sehr interessant. Ja, ja. Das waren die Blutdrucktabletten. Das waren bei mir ganz am Anfang zum Glück, aber trotzdem, die durfte ich jetzt weglassen. Und das ist mal sehr, sehr geil. Ernährungsumstellung, 3 Mahlzeiten am Tag und dazu 3 Sporteinheiten in der Woche, oder? Mhm. Und jetzt wird es auch noch spannend. Er ist nicht im Fitnessstudio, sondern er arbeitet mit Tubes. Und jetzt sagt, daheim. Genau, jetzt sagt er, Tubes, was macht er mit Gummis? Das sind Gummis zum Trainieren. Das heißt, das sind Handgriffe dran. Kann man aufblasen, sondern es sind Handgriffe dran, verschiedene Farben, und dann kann man zu Hause in seinen eigenen 4 Räumen Sport machen. Und der Vorteil daran ist, dass man nicht erst überhaupt aus dem Haus raus muss, nochmal irgendwo anfahren muss ins Fitnessstudio, meistens dann viel Zeit verloren geht, denn der Daniel ist selbstständig. Daniel, vielleicht auch mal, was du machst, du verkaufst. Ich mache Küchen, ne? Also und zwar, Küchen, aber du musst beim schon sagen, Kunden zu Hause. Richtig. Genau. Er ist die ganze Zeit unterwegs und jetzt nochmal selbstständig, das heißt auch mehr Arbeitszeit wie die meisten. Und somit brauchen natürlich netto nicht zu viel Zeit zu verschwenden mit An- und Abfahrt. Somit zu Hause, er kann auch das Ganze mitnehmen, das heißt, wenn er mal länger weg ist, mitnehmen, er hat keine Ausrede mehr, das nicht zu tun. Genau, vor allem auch im Hotel, ne? Also da geht es ganz einfach, du brauchst einfach entweder eine Tür oder ein Fenster und dann kannst du die Tubes auch in die Ding mit reinspannen. Genau. Und los geht's. Ja, und deswegen, Freunde, wenn ihr sagt, das, was der Daniel da gemacht hat, wird mich auch interessieren, dann könntet ihr den Daniel fragen, dann könnt ihr aber mich direkt fragen. Dann müsst ihr einfach nur mal unten gibt es die Shownotes und da gibt es einen Link. Und da klickt ihr mal drauf und dann bekommt ihr alle Infos, die ihr braucht. Und ich möchte mich jetzt beim Daniel noch bedanken für das kurze Interview und nur vielleicht sowas noch dazu. Das sind 9,9, das werden aber noch mehr. Genau. Wo hast du dein Ziel? Wo willst du hin? Hin würde ich gerne auf 93 mindestens. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt bei der 101. 93, also das machen wir noch. Und wenn der Daniel die 93 hat, machen wir ein Video, liefern ein Video nach, damit ihr seht, dass das keine, in den Worten von Dirk Kräuter, keine Raketentechnik ist.